Leute, was geht ab? Es geht am Start des WM-Orakel hier auf meinem Kanal. Die WM geht wieder weiter. Der Ball rollt wieder. Brasilien gegen Costa Rica ist heute das Thema. Ja, Brasilien gegen Costa Rica. Brasilien natürlich ist der WM-Favorit, ist klar. So, ich stelle mir hier zwei Sticker-Tippen raus. Und dann habe ich hier nochmal eine andere parat. Gut, wie gesagt, ihr kennt das ja von mir. Drei Sticker-Tüten pro Orakel. Am letzten Orakel hat der Argentinien gegen Kroatien 0:0 gespielt. Also habe ein Orakel zumindest gesagt. Brasilien gegen Costa Rica heute das Thema. Also mein Tipp, Brasilien gegen Costa Rica. Ich würde sagen, Brasilien macht das. Sie gewinnen hier 2:0 diesen Spiel. Und holen sich die nächsten drei Punkte. So, Saudi-Arabien wieder hier. Also sehr viel Saudi-Arabier hier. Also im September oder im August, je nachdem. Mal gucken. Oh, Brasilien, sie machen hier das 1:0 durch Willian. Also, oh, kill your Mbappé. Was soll ich sagen? Ah ja, im September oder August, je nachdem, werde ich auf jeden Fall auch ein Mappen-Update zu dieser Serie raushauen. Ich kann mal kurz zeigen, wie viele Sticker ich momentan gerade habe. Das war mal. Haben wir im letzten Orakel gezogen, auf jeden Fall sehr geil. Letzten Sticker von Italien. Also guckt euch mal an hier. Das werden wir auf jeden Fall alles einkleben. Werde ich aufteilen in 6 Parts. Weil es gibt da ungefähr 600 Stickertüten. Pro Part 100 Stickertüten. 100 Sticker. Ja, zackig, knackig. Bam. So, nächstes Tütchen. So haben wir hier Japan. Hätten wir die mal vor uns gezogen gegen Kolumbien. So, Schweden hier, Michael Lustig. Letztes Sticker 2010. Geile Sache. Wen sehen wir hier alles? Ramos, ein junger Ramos. Iker Casillas. Piqué dort hinten. Hier Piqué. Iniesta. War das? Hier ist Xavi. Busquets. Wer ist das nochmal? Ist das hier, na wie heißt er? Ich fällt der Name gerade nicht ein. Alba, Jordi Alba. Also viele Spieler. Iniesta da hinten auf jeden Fall noch. Ja, das ist ja geil. Wie jeder weiß, ist Spanien 2010 Weltmeister geworden. Und der nächste Deutsche, Mesut Özil. Geile Sache. Cool, nice. Und Portugal, Cedric. So, letztes Dickertütchen für dieses Orakel. So haben wir hier Kolumbien, Sanchez, dann Schweden, Ekdal, der nächste Brasilianer, der das 2:0 Jahr zielt. Eieiei, 2:0 Brasilianer, ist ja auch sogar mein Tipp. Und Iran, und dann haben wir hier Schweiz, das Logo, das Teamporträt. Ja, gut. Wie gesagt, das Orakel sagt hier 2:0, mein Tipp ist ja auch sogar 2:0, also das Orakel hat sehr viel, ich habe mit dem Orakel sehr viel Gemeinsamkeiten, habe ich auch schon gemerkt irgendwie. Viele Sachen. Im letzten Part habt ihr auch mein Orakel 0:0 gesagt und ich habe gesagt, dass Argentinien das ganz knapp macht und so weiter. Ja, ich bin auf jeden Fall gehypt und sage, bis zum nächsten Orakel. Skywalker!